Noch nicht mal, und Usama bin Laden ist kein Gelehrter im Islam, das wollte ich nur dazu gesagt haben, aber noch nicht mal Usama bin Laden sagt man, dass man das darf. Er sagt, das ist nicht erlaubt. Sein Sohn, Omar bin Laden, war im Ägyptischen, aber wir kommen jetzt gleich, um auf die Details einzugehen, damit man das auch richtig versteht, worum es geht. Sein Sohn, Omar bin Laden, war bei einem ägyptischen Fernsehsender und hat gesagt, und wir haben eben auch über Al Jazeera gesprochen und über Umar Magazin, wo Osama bin Laden das gesagt hat. Er sagt ganz deutlich, sagt Omar bin Laden, der Sohn von Osama, übrigens, der ist jemand, der so richtig disco-mäßig rumläuft, wollte ich nur gesagt haben, der Sohn von ihm. Er sagt, dass mein Vater das Töten von Zivilisten als verboten ansieht. So. Dann fragt der Reporter ihn, und jetzt gehen wir auf diesen Punkt ein. Dann fragt der Reporter ihn, ja, aber das ist ja ein Widerspruch. Er sagt, er sieht das als verboten an, aber zur selben Zeit wird das anscheinend praktiziert. Und jetzt kommt der Punkt. Daraufhin meint er, bitte die Fragen dann nachher weitergeben. Daraufhin meint der Sohn, dass sein Vater diese Menschen nicht als Zivilisten ansieht. Und das ist die Schubha, das Scheinargument, der Gedankenfehler, was die Gelehrten sagen, die großen Gelehrten des Islam, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Er sieht diese Leute nicht als Zivilisten an. Warum? Weil im Krieg ist es zum Beispiel erlaubt, ein Kind zu töten. Wenn das Kind beispielsweise zu dir kommt, ist zum Beispiel 12 Jahre alt, ein Junge, steht mit einem Gewehr vor dir. Ist es dann erlaubt, das Kind zu töten? Natürlich. Oder eine Frau, die steht vor dir mit der Kalaschnikow, sagst dann, nee, der Prophet hat verboten, Frauen zu töten. Nein, natürlich nicht. Das heißt, wenn derjenige am Krieg teilnimmt, ist es erlaubt. Jetzt kommt die Aussage, und das ist der Gedankenfehler, also Omar bin Laden hat das gesagt, ob das wirklich stimmt, ist die andere Frage. Ob Osama bin Laden das sagt, ist die andere Frage. Aber wir wissen auf jeden Fall, Leute, Muslime, die es als legitim ansehen, Zivilisten zu töten, haben dasselbe Argument. Sie sagen, wenn sie Reru Muharibin sind, das heißt, wenn sie nicht am Krieg teilnehmen, ist es nicht erlaubt. Aber wenn sie am Krieg teilnehmen, ist es erlaubt. Und jetzt kommt das Argument, dass sie sagen, in der Demokratie sind diejenigen, die Leute in islamischen Ländern werden angegriffen, werden unterdrückt, das sagen sie. Das ist ihre Aussage. Ich sage nur, was ihre Aussage ist. Und dadurch haben sie mitbestimmt, dass diese Länder angegriffen werden und sind mit die Leute, die das Land angreifen. Dadurch, dass sie dafür gewählt haben. So. Der Gedankenfehler an der Sache ist natürlich ganz klar. Denn, und das kann man jetzt erläutern, das sind nicht meine Worte, weil ich bin kein Gelehrter, aber ich beziehe mich auch auf Leute, die Islam richtig studiert haben. Und hier habe ich zum Beispiel das Fatwa-Department, ja, unter der Aufsicht von dem Sheikh, von dem Gelehrten Abdul Wahab At-Turairi. Ja, und die sagen, genau zu dieser Frage stellen, das Argument, was vorgebracht wird, ist falsch. Also dieses Argument, die sind ja in der Demokratie und die wählen auch die Leute. Jetzt beispielsweise das amerikanische Volk hat den amerikanischen Präsident George Bush nochmal gewählt und der ist im Irakkrieg. Er sagt, dieses Argument ist falsch und es ist ganz offensichtlich, dass wenn wir die Umstände, in welchen diese Regel von dem Verbot des Tötens von Frauen und Männern gekommen ist, wenn wir das betrachten, dass das Argument absolut falsch ist. Warum? Ich übersetze das jetzt nicht alles, sondern ich gebe sinngemäß die Fatwa wieder. Weil er sagt, in der Zeit des Propheten, wo er verboten hat, der Prophet, Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten und so weiter. In dieser Zeit hatte der einzelne Mensch, die einzelne Frau, zum Beispiel Hind, die Frau von Abu Sufyan, die hatte mehr Einfluss darauf, was die Soldaten machen, beziehungsweise welche Entscheidung und welchen Krieg die Quraysh, das heißt die Mekkaner, die Mushrikin zu dieser Zeit, gegen die Muslime führen, als heutzutage der einzelne George Smith in Amerika auf einen Einfluss hat auf das, was irgendwo in Irak oder irgendwo anders passiert. Das ist da ganz klar und das zeigt ganz klar, dass dieses Argument falsch ist.
Das heißt, wir können nicht den Verbot vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der verboten hat, Frauen, Kinder und so weiter, ganz deutlich zu töten, wir können den nicht aufheben durch so eine weit hergeholte Interpretation. Denn wie gesagt, wenn man sagt, ja, in der Demokratie, dann sagen wir, früher hatten sie erst recht mehr Einfluss darauf gehabt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat es ganz, ganz eindeutig verboten. Wie gesagt, das ist nicht nur von mir, das ist von einem Fatwa-Komitee aus Saudi-Arabien. Und du kannst in jedes islamische Land gehen, dort wo die großen Gelehrten sind, Ägypten, Syrien, Marokko, sie werden dir überall, weil sie einen tieferen Einblick in die Sache haben, werden dir überall genau dasselbe sagen. Dass dieser Analogieschluss von Demokratie und so weiter, dass es deswegen erlaubt sei, absolut verkehrt ist. Das sind nicht meine Worte, aber das ist meine Meinung und ich sehe das ganz deutlich als richtig an, diese Herangehensweise. Dann, das nächste Argument, was angebracht wird, ist, in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ich bringe diese ganzen Beweise und Gegenbeweise, damit es auch wirklich bei jedem Klick macht. Damit es jeder versteht. Ja, weil es sollte jedem Muslim etwas daran liegen, dass als erstes, wenn hier in Deutschland was passieren würde, wer erstens dieserjenige, der das macht, bringt damit unschuldige Menschen um. Und da sind vielleicht auch Muslime bei. Als zweites, er bringt den Islam in Verruf. Und als drittes, die Muslime sind nachher diejenigen, die darunter zu leiden haben. Und viertens, Selbstmord im Islam. Verboten. Beispielsweise bei einem Selbstmordanschlag. Vier Punkte, warum wir darauf aufmerksam machen müssen. Warum ich darauf aufmerksam mache. Und das ist meine Überzeugung. Es gibt jetzt einige Leute unter den Muslimen, die sagen, ja guck mal, durch den 11. September, ich sage immer 9.11., weil ich immer im Englisch lese, und da sagt man 9-11. Deswegen sage ich oft 9.11. Also der 11. September, die sagen, guck mal, wie viele Leute sind nachher dadurch zum Islam gekommen. Da sage ich nur, lieber Bruder, überlege mal richtig. Sind die zum Islam gekommen, weil die den 9.11. gesehen haben, haben gesagt, ey, super, im Islam kann man mit einem Flugzeug ins World Trade Center fliegen. Oder sind die zum Islam gekommen, weil die das gesehen haben, sich über Islam informiert haben und dann gesagt haben, nee, das ist nicht Islam. Genau das andere ist der Fall. Sie haben gesehen, das ist nicht Islam und deswegen haben sie den Islam angenommen. Aber es kann doch nicht legitim sein, dass wir sagen, ja okay, wir machen jetzt eine schlechte Tat, eine Tat, die an sich verboten ist und dann sagen wir, ja okay, da sind nachher welche durch zum Islam gekommen. Ein Muslim vergewaltigt eine deutsche Frau, die hört dann, dass er ein Muslim war, beschäftigt sich danach mit Islam und nimmt den Islam an. Hat sie den Islam angenommen, weil er sie vergewaltigt hat? Nein. Ist jetzt die Vergewaltigung halal geworden? Nein. Ist jetzt das Töten von unschuldigen Menschen halal geworden, weil Leute zum Islam gekommen sind? Die Leute sind nicht zum Islam gekommen, weil jemand mit einem Flugzeug in ein Hochhaus reingeflogen ist oder ein Wolkenkratzer. Sondern weil sie gesehen haben, dass das nicht Islam ist. Und es ist wirklich ein Armutszeugnis für uns Muslime, dass wir schlechte Werbung brauchen von den Medien, um den Islam nach vorne zu bringen. Das ist ein Armutszeugnis für uns. Und etwas anderes. Wir haben Statistiken, wie viele Leute zum Islam gekommen sind. Aber wir haben keine Statistiken, wie viele Leute weggegangen sind vom Islam. Wie viele? Und wie viele Leute den Islam hassen und bekämpfen und wie viele Muslime vielleicht selber vom Islam ausgetreten sind. Haben wir die Statistik schon mal betrachtet? Da gibt es keine Statistik drüber. Aber glaubt es mir, die Zahl ist hoch. Das heißt, so etwas als Legitimation zu sehen, bitte die Fragen nachher bringen, bitte. Ja, danke. So, damit kann man diese Tat nicht legitimieren, dass man sagt, ja, sind Leute nachher zum Islam gekommen. Das nächste Scheinargument, was gebracht wird, ist, In der Zeit des Propheten wurde mit einem Katapult auf wen geschossen? Auf das Militär der Feinde. Mit einem Katapult. Und dann sagten einige Gefährten, dass dort auch Frauen sind. Die laufen solche dazwischen. Der Prophet meinte, sie gehören zu ihnen.